Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Montag, den 18. September. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. In der Nacht zum Freitag flog wieder mal eine nordkoreanische Rakete. Die Reaktion war gegen Mitternacht, als die US-Index-Futures ihren Handel wieder begannen. Kurzfristig negativ, aber dann wurden diese Verluste schnell wieder aufgeholt. Man könnte behaupten, die Anleger hätten sich an dieses Szenario gewöhnt. Aber das dürfte so nicht zutreffen. Immerhin, die USA kommen so langsam in Handlungsnot. Denn man hat gedroht und jetzt müsste man auch willens und bereit sein, etwas zu unternehmen. Über die verwässerten Sanktionen der UN hinaus. Und da ist einiges an Problempotenzial vorhanden. Man ignorierte es nicht wirklich. Man hat nur diese kleinen Verluste aufgekauft, die immer deswegen kleiner werden, weil es bisher auch gelang, dieses Bedrohungspotenzial im Bereich der Geopolitik einfach vom Tisch zu wischen. Und weil man eben sich die Fälle nicht davon schwimmen lassen wollte zum Verfalltermin, der am Freitag über die Bühne ging. Der dreifache Hexensabbat ist absolviert und es ist gelungen, wie Sie hier im Chart auf Wochenbasis sehen, den DAX im Plus zu halten. Ein Plus von 1,75% bedingt, dass endlich die alte Rekordmarke von 12,391 vom April 2015 zurückerobert ist und dass der DAX wieder, nachdem er es wochenlang vergebens versucht hatte, in den Juni 2016 Aufwärtstrendkanal zurückgekehrt ist. Das ist fraglos positiv, auch wenn der MACD auf Wochenbasis noch kein Kaufsignal generiert hat. Der reagiert dort ja natürlich entsprechend langsam. Auf Tagesbasis allerdings sehen wir, das sieht komisch aus. Denn dieses Wochenplus kam im Endeffekt durch den Kurssprung am Montag und die höhere Eröffnung am Dienstag zustande. Dort, wo der DAX am Dienstag eröffnete, da haben wir dann am Freitag auch geschlossen. 4 Tage Wassertreten. Das ist naja, vor einem Verfalltermin nicht untypisch, aber nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Denn es indiziert, dass die großen Akteure an der Terminbörse, auch das nicht ungewöhnlich, zeitgerecht vorher versucht haben, ihr Niveau, das, was ihnen am besten in den Kram passt, zu erreichen und dort die Kurse zu verriegeln, indem man beispielsweise Long- und Short-Orders im DAX Future knapp über, knapp unter die entsprechende Zone legt, sodass die Akteure da normalerweise nicht drüber rauskommen, es sei denn, es passiert was sehr Ungewöhnliches. Und dafür reichte diese nordkoreanische Rakete nicht aus. Wir haben einen starken Umsatz, kein Wunder, das hatten wir im Juni auch. Und im Juni hatten wir hier den dreifachen Hexensabbat, dann die guten alten Nachwehen durch Eindeckungen von Aktien, die man glaubte nicht liefern zu müssen und dann doch liefern muss auf der Verkäuferseite von Call-Optionen. Und dann war es vorbei. Kommt es diesmal anders? Gelingt es, den DAX über die 12.678 zu heben, sprich aus dieser Seitwärtsbewegung ganz kurzfristiger Ebene einen neuen Aufwärtsimpuls zu kreieren? Das ist nicht ausgeschlossen, allerdings die Markttechnik ist überkauft und die Motivation eigentlich ein bisschen mager. Wir haben einen Euro-Dollar-Kurs am Freitagabend gesehen bei 1.1940 etwa und damit wieder leicht steigend. Von einem richtigen Abwärtsimpuls ist da nichts zu sehen. Und die Wall Street, naja, die nimmt man im Augenblick nicht so wirklich ernst. Deswegen hat der DAX auch letztlich am Freitag etwas an Boden verloren, obwohl die Wall Street genau das getan hat, womit man gerechnet hatte, nämlich die Abrechnung ihrer Optionen und Futures im Bereich der Allzeithochs der Indizes zu vollziehen. Wobei der Nasdaq 100 seine 6.000 zwar nicht gepackt hatte zur Abrechnung der Indexoptionen, aber es gelang wieder mal ein neues Rekordhoch beim Dow Jones. Es gelang ein Hoch beim S&P 500 mit seiner 2500er Marke, die man erreichen wollte und die man dann so gerade eben auch erreicht hatte. Und ja, im Prinzip wäre das positiv, aber dann hätte man auch vorher schon reagieren können. Hat man aber nicht. Der DAX wirkt verriegelt und in welche Richtung dieser Riegel aufbricht, ist offen. Es ist möglich, dass wir nach oben ausbrechen. Es ist möglich, dass die Wall Street auch in der kommenden, also jetzt begonnenen Woche
weiter steigt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben nicht groß genug, um davon gleich ausgehen zu können und zu sagen, da kann man jetzt schon mal auf der Long-Seite nachfassen. Dazu ist dieses Beispiel vom Juni zu einprägsam gewesen, denn es ging zwei Handelstage nach dem großen Verfalltermin abwärts und Sie sehen, wie lange diese Korrektur gedauert hat, nämlich über 2 Monate. So betrachtet ist Vorsicht geboten. Wir haben kein Umfeld, in dem man einfach aus den Schuhen springen könnte. Und die Vorfreude auf die Wahl, naja, es ist letzten Endes kein Thema gewesen in den vergangenen Wochen und Monaten. Und es ist die große Frage, ob die Wahl in Deutschland am Wochenende jetzt zu einem Thema werden wird. So betrachtet, also kleine Positionen auf der Long-Seite kann man halten. Den Stop-Loss muss man aber, das ist das Problem dieses Kurssprungs und dieses luftleeren Raums zwischen 12.289, 12.340 einerseits und 12.678 andererseits, muss man aber relativ weit lassen, nämlich im Bereich dieser Zone. Wir haben ihn auf 12.320 Punkte nach oben gezogen und höher geht's nicht. Deswegen wäre auch ein Zukauf, bevor der DAX die nächstliegende Charthürde überwunden hat und man diese als Orientierung für einen Stop-Kurs nehmen könnte, gewagt. Es bleibt bei kleinen Positionen, Stop-Loss 12.320. Auf der Short-Seite allerdings, da ist im Moment noch keine Orientierung da. Diese Aufwärtsbewegung ist grundsätzlich ja noch intakt. Das Wassertreten hier im Endeffekt nur eine Konsolidierung und eine Basis oberhalb eines eindeutigen Bruchs dieser Zone hier, dieser grünen 12.289, 12.340 respektive der 20-Tage-Linie ist nicht gegeben und das ist ja noch ein gutes Stück nach unten hin. Soweit der Überblick zum Start in die neue Woche. Denken Sie dran, wir kommen heute Mittag wieder mit dem ING Markets Chart Flash. Da schauen wir uns an, was die Wall Street da so getrieben hat am Freitag. Wir schauen uns den Goldpreis an und natürlich Euro-Dollar und all das in einer Videoanalyse, wie gesagt, heute Mittag 13 Uhr. Bis dahin, schönen Start in die Woche und machen Sie es gut.